Ja, Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser heute zu einer Spezialfolge. Wir haben einmal den Florian hier und den, sag's nochmal? Dirk. Der Dirk, genau. Dirkules. Und wir haben heute vor, genau das zu machen, was mir der Ronny irgendwann mal angedroht hat. Das erste Video, was kommt über das Becken, sollte dann das Kratzer entfernen sein. Genau das machen wir heute. Ich hatte euch gesagt, dass ich mir schon einen eingefangen habe am Anfang. Durch eine kleine Täubchenschnecke, durch Unachtsamkeit. Und es gibt ja mittlerweile von euch und von Panterei entwickelt ein kleines Gerät, um die entsprechenden Materialien, ja, die Kratzer rauszupolieren. Ja, genau. Genau. Das ist nicht ganz günstig. Das habe ich ja eben auch schon erzählt. Das ist sicherlich für den einen oder anderen Anwender, wie zum Beispiel ein Zoo, ein Sea Life Center oder auch ein Händler, der mehrere Aquarien in Wartung hat, gar keine großartige, große Investition. Jedoch jemand, der sich gerade ein Becken in dieser Größenordnung dann zusammenspart, dann auch nochmal, der VK liegt ja bei 1500 Euro für so ein Gerät auszugeben, kann ich das schon nachvollziehen. Daher bieten wir dieses Gerät jetzt auch zukünftig im Verleih an. So. Es ist tatsächlich so, dass es hier nicht nur Kratzer entfernt, sondern auch präventiv als Reinigungstool gedacht ja, ist. Ne? Man hat halt beide Möglichkeiten, also komplett als Reinigungstool zu nehmen oder dann dementsprechend mit den entsprechenden Aufsätzen dann die Kratzer rauspoliert. Genau, so und wenn jetzt in deinem Fall du den Kratzer reingemacht hast, das ist eigentlich selbsterklärend, das hat auch Schutzfunktionen, ist jetzt auch von der Leistungsstärke ein bisschen gedrosselt, so dass man sich nichts kaputt machen kann. Das ist tatsächlich so. Ja, das ist schon für den Privatanwender oder für den Laien programmiert, so dass dementsprechend keine großen Schäden an dem Acrylglas passieren können. Kann auch für Glas angewendet werden übrigens. Ne? Aber hauptsächlich natürlich für das hochempfindliche Acryl. Ne? Für das Acrylglas gedacht, genau. Ja. Und es ist auf der Basis von der Panterei, von der Strömungspumpe Hydro Wizard 42, das ist der gleiche Motor. So. Und ist von der Funktionsweise eigentlich, also von der Steuerung, wer diese Steuerung, Panterei-Steuerung kennt, ist damit eigentlich dann auch, also es ist identisch. Und wir haben dann verschiedene Aufsätze vom Reinigungsvlies bis hin zu verschiedenen Schleifpapierkörnungen von 1000 auf 500. Von 500 bis 8000. So, das heißt, dass der erste Schleifvorgang eigentlich immer erstmal Kratzerei macht. Ja, das ist grundsätzlich so. Nein, das heißt, eigentlich brauchst du, das Anfangskorn ist entscheidend, wie tief der Kratzer ist und wie viel Zeit ich investieren will. Okay. Das heißt, der erste Schleifvorgang schleift den Kratzer weg und die weiteren Schleifvorgänge entferne ich eigentlich die Schleifspuren meines des Vorhängens. Dann polierst du das wieder im Prinzip hoch. Genau, das heißt, ich gehe da ein bisschen großflächiger wieder, aber das hier wird man jetzt gleich am praktischen Beispiel sehen. Ich weiß nicht, ob man den Kratzer, den wird man nicht einfangen können. Ne? Nee, nicht wirklich. Das ist schwierig mit der Fokussierung. Aber ich gehe. Ja. Ich habe ihn mal gezeigt, ich werde ihn auch nochmal einblenden. Ich habe in irgendeinem Video habe ich ihn drin. Und dann kann man dann dementsprechend mal sehen, wie es vorher nachher. Also der ist jetzt nicht tief. Ich habe, so würde ich sagen, Dirk fängt mit einem 2000er Korn an, oder? Ja, exakt. Genau. Das Gerät hat verschiedene Schnelligkeiten, Umdrehungsfunktionen, die einzustellen sind. Und das ist in der Beschreibung erklärt, aber man tastet sich am besten so ein bisschen selber dran. Mhm. Also, wenn du magst, kannst du, glaube ich, loslegen, oder? Du darfst. Also das ist das Bedienteil dann auch, ne? Am besten immer unter Wasser anmachen. Also grundsätzlich unter Wasser, nur für Unterwasser. Und für die Unterwasseranwendungen anschließend, kann man es natürlich. Also nicht für den Betrieb von außerhalb. Nee, genau. Sprich, wenn du außen was hast, dann musst du dann andere Methoden anwenden. Okay. So wie man sieht, führt der Dirk das eigentlich auch nur ganz leicht, lässt das Gerät selber, baut keinen Druck auf und lässt das Papier arbeiten. Und man sieht.
ja, dass der Kratzer eigentlich relativ schnell weg ist und dass jetzt so eine kleine matte Stelle entsteht. Mhm. Und die darauffolgenden Schleifvorgänge. Dann wird es dann eben dann. Genau. Ja. Ist dann erstmal wahrscheinlich, wenn man nicht weiß, wie es ist, wie es geht, dann im Endeffekt erstmal einen Schock kriegt, dass erstmal ein weißer Film ist. Ich meine, das ist nichts Neues, wenn wir irgendwo arbeiten, gerade im öffentlichen Raum und Leute uns zugucken. Die machen ja alles kaputt. Ja, das sieht dann immer schrecklich aus. Also, aber das ist ja gerade das Schöne an dem Material, dass. Ja, das Material geht auch schnell wieder raus. Also das Material ist einfach nur klasse. Also ich bin auch von dem Becken mehr als begeistert. Es ist immer wieder eine Augenweide, hier reinzukommen. Die Farbwiedergabe ist komplett anders, als wie ich das vorher von dem Weißglas hatte mit dem Reefer. Es ist einfach nur herrlich. Ja, ist auch wirklich ein schönes Becken. Also das ist jetzt nicht nur vom Becken, sondern der Inhalt ist ein schönes Becken. Ich mag das auch, diese Shallow Reef Geschichte, finde ich gut. Ja, das ist immer im Prinzip drauf gekommen. Meine Frau ist ja nicht, ich sag es mal, die längste. Und wir gucken halt gerne von oben ins Becken rein. Und jedes Mal ein Treppchen davor setzen, damit man von oben reingucken kann, das hat uns dann auf Dauer dann auch nicht wirklich gefallen. Ja, und die gewisse Höhe von der Unterschrank braucht man ja auch, um die ganze Technik unterzubekommen. Habe ich doch noch ganz reingucken, stellt Hammer. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ist genau so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Und im Endeffekt, selbst der so teuer, ich sage jetzt mal, die Anschaffung von einem neuen Becken tatsächlich war. Im Endeffekt habe ich jetzt durch die Erfahrung, die ich jetzt aus der eigenen Aquarianer Laufzeit habe, genau, danke. So viele Sachen jetzt reinfließen lassen können. Einmal natürlich ein Großteil, was an diesem Becken extrem auffällt und stromspart, sind jetzt die neuen Lampen. Die laufen gerade mal alle drei zusammen auf 240 Watt und bringen das gleiche Licht wie eine Hybrid bei Volllast. Also ich hatte ja vorher eine 560 Watt Hybrid darüber. Ja, 50% Ersparnis davon. Allein das sind schon 50% Ersparnis. Ich habe da unten Bypässe gelegt, wo dann nur noch eine Pumpe arbeitet. Der Durchfluss durch das Technikbecken wurde reduziert und auf den Abschäumer angepasst. Das sind alles so Dinge, die dann aus Erfahrung da reinfließen. Und ja, tatsächlich bin ich momentan eine Strommessung da hinten in der Ecke am Machen. Mhm. Ist noch zu früh für die Ablesung. Der müsste jetzt irgendwas bei 5, noch was stehen. 6,8. Ja. Gut, dann wird er wahrscheinlich dann nachher bei 1 Uhr ungefähr so bei 7,5 auf 8 sein. Das ist so ungefähr der Verbrauch, den ich am Tag hier habe, an Kilowattstunden. Ja. Und Normalbetrieb gesamt, so wie das Becken zersteht, ohne Heizung, verbraucht es gerade mal 440 Watt. Und das haben andere als Licht drauf, das ist schon echt heftig. Also 7 kW pro Tag ist eine Ansage, also es ist wirklich eine Ansage. Ist wenig, ne? Ja. Wo sind wir bei Kilowattstunden privat? 30 Cent? Also ich habe momentan 31,75 Cent noch, zum Glück. der Vertrag, der läuft noch bis, lass mich nicht lügen, Oktober nächsten Jahres. Der Dirk hat gerade schon, du hast gerade schon Papier getauscht, Dirk? Ich schätze mit der Excel und vielleicht noch. So, ist jetzt auf 3000, ne? Das heißt, dass man, ich weiß nicht, wie man das nachher sieht, aber dass der Kratzer jetzt entfernt ist und dass man, wie gesagt, jetzt die Spuren des vorherigen Schleifvorgangs dann mit den Kornern entfernt. Und man wird sehen, dass man das relativ schnell, du kannst es ja gleich selber auch mal probieren, musst zwar nicht, vielleicht nicht schleifen, wo kein nichts zu schleifen. Wir brauchen geht, ja nicht extra kannst, etwas reinmachen. Aber. Du kannst aber, also ich sag mal so, ich sehe, wie ihr arbeitet und kann mir vorstellen, dass es eigentlich nicht so schwer ist. Ich habe auch schon hier und da einige Videos im Netz gesehen, wo einige gesagt haben, die sich das Gerät selber gekauft haben. Ich weiß nicht, ob du das Video schon gesehen hast. Hat aber gesagt, 10 Minuten Arbeit hier mal durch, dann ist der Kratzer raus. Und das ist. Habe ich das nicht gesehen. Ich weiß nur, ich habe gute Kunden in Singapur, die haben halt auch 2025 Acrylglas-Aquarien in Wartung. Und die haben dann halt drei Teams, so drei Autos, und da ist jetzt jedes Auto damit bestückt. Und die haben damit natürlich, weil es ja natürlich auch nochmal ein Riesenverkaufsargument ist für. Gerade in dem Falle, weil ja auch sehr viel im öffentlichen Raum
anbieten, Banken, Hotellobbys etc., wo dann Acrylglas nicht nur aus optischer oder aus dem optischen Grund oder ästhetischen genommen wird, sondern auch, wo man sagt, okay, da ist vielleicht auch ein bisschen punkto Sicherheit etc. nochmal. Ja, das sowieso. Ein Thema, dann ist das natürlich dann dieses Totschlagargument, ja, es verkratzt leicht, ist natürlich damit. Das ist ja das Nächste, dass dieses Becken ja eigentlich, ich sag mal, bis auf die Tatsache, wenn es da mal verkratzt, eigentlich was für die Ewigkeit ist. Dass es komplett verklebt ist, man hat keine Probleme mehr damit, dass man sich die Nähte kaputt machen könnte, wie bei einem normalen Aquarium. Es ist einfach Wahnsinn. Also das ist das eigentlich mit eines der Hauptargumente, was tatsächlich zählt. Andere sagen ja, okay, jetzt ist das Becken 10 Jahre alt, jetzt muss ich mal langsam tauschen. Jetzt, wenn es tatsächlich von Hand selber rausschleifen kannst, kann das Becken ewig stehen. Ja, also wir haben natürlich auch den eigenen Anspruch, also den Anspruch an uns auch, dass wir die Becken, die wir bauen, sollen ein Leben lang halten. Also sie sollen. Ja. Ja, wenn man so teilweise sieht oder kriegt, ja, hier. Wo bist du jetzt? Bei 5000? 4. Okay. Ja, es wird schon ein bisschen heller, man sieht es. Also, ich hoffe, man es ist ja natürlich so, dass die Lichtbrechung, also der Acrylglas hat eine Dichte von 1,18. Mhm. Also dass die Dichte zum Meerwasser sehr, sehr ähnlich ist und dadurch sowieso bei Befüllung mit Wasser die Kratzer kaum sieht. Mhm. Das heißt, dass jetzt, wenn wir sowas in einem trockenen Zustand machen, ne, und wir die Möglichkeit dazu haben, wenn wir jetzt irgendwo auch in einem Zoo ein Becken renoviert wird, ein großes, und es wird geleert, dann würde genau dieser Vorgang halt mit einem Exzenterschleifer gemacht werden, mhm, und dann halt als Finish wird dann mit Polierwachs und mit Milch gearbeitet. Das kann ich natürlich hier in dem Fall nicht machen. Das heißt, dieser letzte Schritt, der bleibt aus. Dafür gehen wir viel, viel höher mit dem Schleifkorn. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt wahrscheinlich Wasser bis zum runterlassen würdest, würde man wahrscheinlich schon einen ganz leichten matten Nebel sehen auf der Stelle, den du bei Befüllung nicht mehr sehen würdest. So, das heißt, wenn du es dann, das wäre dann jetzt noch der weitere Schritt, einmal mit Poliermilch drüber eine Minute, dann ist auch dieser matte Schleier dann halt auch wieder hochglänzend. Ne? Du wirst aber auf jeden Fall nicht mehr sehen. Sind diese Stellen dann vielleicht ein kleines bisschen anfälliger für Algen? Nee, überhaupt nicht. Eigentlich nicht, nee. Die Oberfläche ist ja, das ist ja ein 8000er Korn, du musst es mal in die Hand nehmen, das ist was wie Leder. Mhm. Ich kann da, kann ich? Ja, sicher, bitte. Das sind ja diese. Diese Pads. Mhm. So, da kannst du ja mal gucken. Okay, das ist fast gar nichts. Also, das hier ist 6000 und das hier ist ein 8000er. Ja, das ist halt. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist voll. Also man könnte eigentlich fast behaupten, es ist kein Schleifpapier, wenn man es nicht wüsste, dass es welches ist. Krass. Ja, das ist natürlich eine feine Sache. Es ist auch so, damit mit diesem Gerät, das ist ja zur Entfernung einzelner Kratzer. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt da ein komplettes Becken mit Unterwasser aufpolieren würde. Wenn ich jetzt da, wir reden jetzt, wenn wir jetzt hier von 3-4 Quadratmeter Oberfläche sprechen, das ist was anderes. Das heißt, für diese Anwendung haben wir natürlich auch ein professionelles Gerät, was dann über Luftdruck betrieben ist, also pneumatisch, aber eine wesentlich höhere Umdrehungszahl hat, größer ist. Aber natürlich in so einem Becken durch die Abluft auch halt wäre da mit Kanonen auf Spatzen geschossen und würde dem Ganzen nicht gut tun, weil da einfach zu viel Turbulenzen drin sind. Dann reden wir von Unterwasseranwendungen für große Becken jenseits von 5.000, 8.000, 10.000 Liter. Ich gehe auch davon aus, dass das Gerät sehr viel größer ist, oder? Ja, ja, absolut. Ich habe. Dann kommt ja im Endeffekt auch wieder die Platzfrage. Ne? Genau, ja. Wir fangen ja hier an, in unserem Becken mit Tetris zu spielen, dass es alles schön eng ist, so viel Platz wie möglich ausnutzen. Und es hat durch den Einsatz von Luft natürlich auch. Ja. Und der höheren Umdrehungszahl würde hier eine Waschmaschine machen. Ja, ich habe. Vielleicht kannst du so ein Video einschneiden oder einsetzen, auch zusammenschneiden. Ich habe nämlich was, wo. Auch Dirk im Lübbecke Museum in Düsseldorf ein Großdriftbecken steht mit den Dingen. Da sieht man relativ. Können wir gerne mit reinschneiden, kein Problem.
steht einer außen mit einem Walkie-Talkie dort Glock im Ohr und wird dann geführt. Wie sieht er aus? Stehen wir mal durch. Gibt gar nicht, ne? In der kurzen Zeit. Aber von hier aus kann man das ganz gut sehen. Ja. Ja, sieht da immer noch ein kleines bisschen was ist, ne? Aber es ist im Vergleich zum Rest eigentlich gar nichts. Also ich meine, so ein Like von vorne sieht es wahrscheinlich gar nichts. Krass. Einmal mit Watte drüber. Ja. Ja, da sieht man gar nichts mehr. Krass. Und das wäre jetzt auch so ein Aufsatz zum Reinigen, ne? Mhm. Ja, den habe ich hier und da habe ich das schon gesehen in dem Video, was ihr bei euch auf der Website habt. Also, ja. Ja, sieht doch gut aus. Optimal, krass. Ja, wenn man jetzt vom normalen Aquarium umsteigt auf so ein Becken, ist das natürlich erstmal auch vom Reinigungsverhalten her ein ganz anderes. Ja, ja, absolut. Ich bin da auch deshalb. Ich bin kein Freund von Magnetreinigern, weil sich da viele. Aber selbstverständlich, bitteschön. Viele Leute irgendwie immer drauf verlassen und oder beziehungsweise das ist immer ein Tool. Welches auch ziemlich gefährlich sein kann. Ne? Die brauchen eine gewisse Stärke, um halt auch reinigen zu können. Und auch wenn das jetzt so ein Barebottom-Tank ist, aber wie schnell hat sich da zwischen Scheibe und Reinigungsmagnet irgendwas zwischengesetzt? Das ist das nächste. Deswegen so, wenn du hast ein ganz anderes Gefühl, wenn du mit der Hand noch arbeitest, ne, da dran. Und das ist auch genau das, was ich im Endeffekt vom Thomas Lopp mehr oder weniger an die Hand gekriegt habe. Du sagst, du kannst das mit dem Reinigungsmagneten machen, wirst dann aber wahrscheinlich auf der Außenseite früher oder später dann auch leichte Kratzer drauf haben, so in Fahrtrichtung, weil das dann auch nicht ganz so weich ist. Sag, da geh einfach hin und nimm dir die Watte in die Hand und mach das von innen von Hand. Ja, gerade weil du ja hier wohl noch was reinkommst. Das ist jetzt auch eine überschaubare Größe, Tiefe. Es gibt natürlich auch Becken, wo es sich nicht vermeiden lässt. Ne? Wenn man in einer gewissen Höhe vielleicht dann auch schlechter drankommt. Daher finde ich das auch immer irgendwie, wenn man sein Becken plant, dann kann man so viel auch, das ist wirklich auch präventiv. Ja, ich habe ja die auch von dir empfohlen, beziehungsweise von Aquavicove, den Reinigungsmagneten hier. Genau, das ist der einzige, also ich sag mal, das heißt der einzige, das ist einer, der für einen schmalen Euro zu bekommen ist und auch eine gewisse Stärke hat, aber gut. Ja, man sieht ja im Endeffekt, der hat zwar hier eine weiche Seite, aber der vertraue ich selbst nicht. Selbst wenn jetzt hier mal eine Sache abgeht, deshalb gehe ich hin und habe für die Außenseite dann auch immer noch die Watte. Ja, ja, das meine ich ja. Also deshalb, wenn sich das vermeiden lässt, finde ich, dann das vertraue ich doch lieber irgendwie so einer manuellen Reinigung, wenn das vertretbar ist. Auch mehr. Wie gesagt, das ist, wenn man jetzt von großen Aquarien spricht, das ist gar keine Frage, dann oder bei gewissen Materialstärke, dann ist das wieder was anderes, aber ich kann auch keinen, es gibt halt wirklich auch wenige. Es gibt einige Magnetreiniger, die sagen, das würde kann man im Akkuglas einsetzen, wobei ich dabei einigen Fragezeichen hintersetze. Was ist mit diesem, ich sag mal, Rolli, den ich gesehen habe? Der Magnoclean, der große. Ja. Der ist stark. Der ist stark, ne? Der hat aber auch seinen entsprechenden Preis, weil er so stark sein muss. Ne? Ja, das sind die Neodym-Magnete, seltene Erde, das ist halt einfach schweineteuer, aber ich meine, der gewinnt auf jeden Fall keinen Schönheitspreis, das weiß ich. Der ist ja eigentlich damals entwickelt worden für Rundaquarien, weil der halt die Abstände mit den Klingen halt einen gewissen Radius überbrücken kann. Mhm. Dadurch, dass der so stark ist und halt auch, kann man mit dem auch viel kaputt machen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich war eigentlich ein
großer Freund von Also ich war ganz schwer erstaunt, wie einfach es tatsächlich im Endeffekt geht mit, ich sag das mal, mit dem handelsüblichen Schaber hier von euch, den ihr dabei. Ja, mit der Kühlglasklinge ist das super, ne? Das ist absolut genial. Also ich habe es neulich auch schon in einem Video gesagt. Also praktisch ist ja so eine Klinge, ist ja vierfach benutzbar. Genau, ist vier Klingen, vier Seiten. Du hast vier Seiten, die du benutzen kannst, und wenn du ganz genau weißt, wo du was hast, dann kannst du damit auch, ich sag das mal, sobald du dann die Kalkrotalgen dran muss, die ältere Seite nehmen. Also es geht wunderbar damit. Und eigentlich nichts anderes zum Klingenreiniger. Deshalb ist es tatsächlich nochmal eine Armverlängerung, die gibt es ja in verschiedenen Längen. Genau. Hier haben wir sie jetzt kurz gewählt, weil das Becken an sich auch kurz ist. Weil dann hat man nämlich auch die Möglichkeit, entgegengesetzt zu arbeiten. Ja. Ich hatte auch zuerst gedacht, warum gibt ihr mir so einen kurzen dabei? Aber ne? hat gepasst, hat seinen Sinn gehabt. Ja, den gibt es bis zu 90 cm, aber irgendwann, ja. Das bringt ja nichts dir. Also du hast ja auch dann irgendwann durch den Hebel nicht mehr so viel Druck oder Möglichkeiten, doch Druck aufzubauen, und bist dann halt da. Wir machen mal eben kurz die Scheibe sauber. Ich gehe mal eben. Und dann gucken wir uns den Kratzer mal etwas genauer an, oder den nicht mehr vorhandenen Kratzer. Abnahme. Das Gute. Ich brauche da nicht mit der Kamera draufhalten, da ist nichts. Also Wahnsinn. Ja, das ist halt das Schöne am Acrylglas. Wie gesagt, das sind ja auch, wir haben, wie viele Becken wir auch immer wieder aufpoliert haben oder nach der Zeit. Ne? Das ist ja auch in diesen öffentlichen Häusern auch der Fall, wenn da viel Publikumsverkehr ist. Aber ich war jetzt am Wochenende noch im Rio Negro in Duisburg. Das ist eine Scheibe, die war 15 Jahre alt, und die haben ja Seekühl bekommen. Mhm. Und die 80 Quadratmeter Scheiben, die haben wir da aufpoliert. Und das ist schon, sieht aus wie, also, wie neu, absolut. Ne? Das ist das, ja. Dass man es halt wirklich, ich sag es mal, verhältnismäßig wieder auf einen Neuzustand bringen kann. Ja. Im Vergleich zu Glas, sage ich jetzt mal. Glas dürfte etwas schwieriger sein. Glas ist schwieriger, da hört aber auch irgendwann meine Expertise auf. Also Glas zu. Man kann auch Glas schleifen, polieren, aber das ist natürlich dann auch, was schwer reingeht, geht auch schwer wieder raus. Ja, und ja. Was leicht reingeht, geht auch leicht wieder raus. Ja, wenn das entsprechende Material da ist. Ja. Ja. Super. Habt ihr so schon ungefähr was im Kopf, was, ich sag's mal, das Leinen und Material und so? Ja, wir sind da so ungefähr, also werden da so auf 150 bis 200 Euro irgendwie kommen. Dann machen wir so ein Paket, das ist dann mit Versand und dann mit Verschleißartikeln, die man dann für so einen Einsatz braucht. Mhm. Dann ist das irgendwie so ein Wochentarif oder irgendwie sowas um den Bereich. Das ist doch super. Also ich sag mal, wenn ihr jetzt wirklich einen Zeitraum von mehreren Jahren hast und hast ein paar Kratzer drin, für den Preis und für die Zeit vor allem. Ne? Also ich sag mal, es waren jetzt 10, 15 Minuten, die du gebraucht hast. Ja, man muss vielleicht ein bisschen rantasten, aber alles in allem. Es ist bei laufendem Becken machbar und keiner leidet drunter. Ja, tatsächlich. Ja. Ja, ich weiß ja im Endeffekt, wie viel Arbeit es ist, so ein Becken mal eben leer zu machen, und ja, von daher ist das... Das war doch jetzt auch zwei Tage durchgehend, bitte? Bis alles so stand, das Setup. Das haben wir innerhalb von einem Tag durchgezogen. Also es waren noch hier und da ein paar Kleinigkeiten, um die Korallen hundertprozentig zu setzen, aber ansonsten, wir haben morgens um 9 Uhr angefangen und abends um 18, 19 Uhr habe ich dann noch die restlichen Techniksachen installiert, aber dann stand das Setup stand so und Becken war fertig, innen drin, die Korallen waren fast alle geklebt. War aber auch viel Personal hier, also wir haben hier mit insgesamt 5 oder 6 Mann haben wir gearbeitet. Derjenige, der mein altes Becken abgeholt hat, hat dann gesagt, okay, was wiegt denn das kleine Ding da? Ich sage, hier, heb mal hoch. Dann hat er den Reefer angehoben, da sind wir dann mit 4 Mann dran. Das ist dann echt Wahnsinn. Also das ist. Ja, ist die Hälfte leichter, also vom spezifischen Gewicht. Das ist die Hälfte vom Glas. Ja, genau. Ist die Hälfte. Das ist dann im Endeffekt ja auch wieder ein Argument. Ja? Das Becken an sich ist leichter. Es sind ja locker 150, 200 Kilo, die hier weniger an Masse stehen. Im Vergleich zum Vorgänger. Ist schon krass.
Ja, also vieles spricht dafür, aber auch viele sagen, hä? Ja, ich will, meine Güte, also ich bin da ja auch weit von entfernt zu sagen, ich möchte jetzt jeden irgendwie auf Verkrühe bekehren. Es gibt auch so wunderschöne Glas-Aquarien und die haben genau eine Berichtigung. Ja. Und von daher bin ich da, ist das immer noch ein sehr exklusives Produkt und ganz bestimmt nicht für die große Masse, sondern und von daher bin ich damit auch. Ja, aber wenn man, ich sag das mal, wenn man dann mal bedenkt, dass ein Becken tatsächlich so, wie du eben auch gesagt hast, eigentlich was für die Ewigkeit ist, dass man sich jetzt auch keine Probleme mehr, Sorgen mehr machen muss, was jetzt Kratzer und Ähnliches angeht, dann finde ich das, ich sag mal, preis-leistungstechnisch schon echt super. Ja, freut mich. Gefällt mir auch sehr gut, das Becken. Dankeschön. Ja, haben wir noch was? Fragen? Sorgen, Nöte, unsittliche Anträge? Nee, ich glaube nicht. Ne? Ja. Ja, gut. Dann bedanke ich mich fürs Kommen. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Hast du super gemacht. Dankeschön. Gut. Und jetzt gucken wir mal eben, ob die Aufnahme funktioniert hat. Nein. Ja, Leute. Ihr habt es gesehen. Es ist tatsächlich nicht viel Arbeit gewesen. Und im Endeffekt, ich sag mal, wenn man sich daran gewöhnt hat, geht es wahrscheinlich auch relativ zügig. Ihr habt gesehen, 10, 15 Minuten war das Thema mit dem Kratzer hier erledigt. Hier der Bereich ist poliert worden und hier ist tatsächlich nichts mehr. Also man hat wieder eine klare Sicht rein, der Kratzer ist verschwunden. Und das ist echt richtig, richtig gut geworden, dass es so einfach und so schnell geht mit den richtigen Materialien. Ihr habt gesehen, es geht dann auch anders, wenn das dann im großen Stil geht. Aber hier für das normale kleine Hausbecken ist das Maschinchen natürlich absoluter Wahnsinn. Muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob er sich leihen möchte bei New Wave oder ob er sich das Gerät anschafft. Fakt ist, jetzt wo ich gesehen habe, wie es funktioniert und was im Endeffekt von Ergebnis möglich ist, bin ich noch ein bisschen beruhigter in Sachen Meerwasser, also sprich Acryl. Und von daher, ja, heißt nicht, dass ich damit jetzt rumasen werde. Nein, um Gottes Willen, ich werde genauso vorsichtig sein wie vorher auch. Aber ich weiß, dass wenn was passieren sollte, dass ich dann dementsprechend auf solche Mittel zurückgreifen kann. Also in diesem Sinne nochmal ein recht herzliches Dankeschön an New Wave, dass ihr hier wart und das gezeigt habt. Dass vor allem ihr da draußen das mal sehen konntet, wie es geht. Und ja, in diesem Sinne, denkt dran, Daumen da lassen, wer noch kein Abo hat, auch noch ein Abo da lassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Viper.